Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Yokai Watch. Entschuldigung, dass die letzten Tage kein Video kam. Ihr hört es vielleicht noch, ich war und bin auch immer noch ziemlich erkältet. Aber ich habe inzwischen wieder den Status erreicht, dass ich wieder Sätze sprechen kann, ohne dabei an einem Hustenanfall zu sterben. Und deswegen dachte ich, ich nehme ein kleines, kurzes Rundchen Yokai Watch auf, deswegen auch nicht so lange. Einfach, weil das halt trotzdem immer noch ganz schön auf die Stimme geht. Und dann nutze ich die Gelegenheit, um euch gleich auch mal zu zeigen, was ich in der Zeit so gemacht habe. Weil während ich so krank auf dem Sofa rumlag, hatte ich natürlich ein bisschen die Gelegenheit, Yokai Watch zu spielen und ein bisschen aufzunehmen. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, weil es halt langsam dunkel wird. Und wir sollen ja nicht unbedingt immer nachts hier rumfahren, haben unsere Eltern uns ja gesagt. Und deswegen dachte ich, befolge ich einfach mal den Rat meiner Eltern. Ich habe hauptsächlich Quests abgearbeitet. Okay, hier bin ich irgendwie in eine Sackgasse gefahren. Gut. Ich habe hauptsächlich Quests abgearbeitet und ansonsten gar nicht so viel gemacht. Ich habe noch, wo ist eigentlich unser Haus? Ich glaube, das war das untere da, ne? Ich habe noch unsere Petsmeralda fusioniert. Was soll ich mit der reden? Oh, ich habe es geschafft. Meine Kleine ist völlig erschöpft. Sie sagt, ohne etwas zu trinken, könne sie keinen Schritt mehr laufen. Meinst du, du könntest dir vielleicht ein Getränk besorgen? Ja. Danke, tut mir leid. Ich weiß, das ist eine komische Bitte, aber wie wäre es mit Y-Cola? Könntest du mir eine besorgen? Meine Tochter mag Y-Cola total gerne. Sie müsste 1,20 Euro kosten, also gebe ich dir etwas Geld mit. Ich habe vermutlich welche dabei und kriege dafür gerade so eine Gratis-Quest. Okay. Ja. Ich habe Y-Cola für ihre Tochter besorgt. Überreicht Y-Cola. Ja, die habe ich voll besorgt. Boah, Mensch, habe ich die besorgt. Oh toll, vielen Dank. Schluck, schluck, schluck. Ah, so lecker und kalt, danke. Kein Problem. Und das kleine Mädchen sollte jetzt genug Energie haben, um weiterzugehen. Manchmal sind die einfachsten Aufgaben die erfüllendsten. Mensch, haben wir das bekommen und ja, warum nicht? Gut gemacht. Abgeschlossen. Nice. Also wie ihr seht, ich habe zum einen ein bisschen gelevelt. Also sowohl Kumasan als auch Kumajiro sind jetzt kurz vor Stufe 35, wo sie sich entwickeln. Dornian ist auf Stufe 27 hoch. Ich habe Petsmeralda fusioniert, weil ich irgendwie, ich glaube, mit was musste man die fusionieren? Mit Kicher oder sowas? Habe ich ein halbwegs hochleveliges Kicher einfach so bekommen, während ich halt so rumgekämpft habe. Und dann dachte ich, ich fusioniere die Gute einfach mal. Die ist jetzt auf wieder Stufe 26, also ungefähr gleich mit Dornian und Dingens hier. Frostina ist ja auch nicht so hoch vom Level. Also geht das, denke ich mal, in Ordnung. Es gibt ja auch noch viele Orte, wo man gut leveln kann. Deswegen, das mache ich dann offscreen weiter. Da gehe ich halt einfach nochmal so zum Beispiel oben in diesem am Weltzweier. War ja noch dieser Tunnel und sowas alles, wo man noch drin war und halt solche Gebiete, da kann man halt gut leveln, das mache ich dann aber, wie gesagt, offscreen. Seismo ist auf Level 30 hoch, das passt mir auch ganz gut. Und ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel passiert. Ich habe noch ein, zwei Yokai bekommen, aber nichts Dolles hier. Und ich habe ziemlich viel Geld investiert. Wie ihr das seht, ich habe nur noch 195 Ingame-Währung. Och, süß. Weil ich habe mir mal alles mögliche an teurem Krams gekauft, so von Brot und Nudeln und Fleisch und sowas alles, dass unsere Vorräte da ein bisschen aufgestockt sind. Gut, dann hätten wir das erledigt. Jetzt muss ich also gerade nur noch nach Hause. Das hier müsste ja unser Haus sein, genau, mit der rosa Karre. Und dann schlafen wir mal und dann widmen wir uns mal weiter der Hauptquest, würde ich sagen. Also wie ihr seht, ihr habt nicht großartig was verpasst in der Zeit, wo ich dann offscreen gelevelt habe. Klar, das sind halt so die Nebenquests, aber auf der einen Seite denke ich mir, klar, so ein Let's Play spoilert ja immer, aber vielleicht möchte ich euch auch nicht noch die ganzen Nebenquests wegspoilern, wenn ich hier ja schon die Hauptstory spiele, weil die sind halt auch an sich immer super lustig. Ich kann ja mal gerade hier ins Yokai-Medaillon gucken. Ja, hier Yokai wechseln. Ich gucke mal gerade, habe ich irgendwas Tolles? Genau, ich habe hier so ein Zapfi bekommen, ich habe noch eine Hustanie bekommen. Tropfi habe ich bekommen. Wie gesagt, Stereoma haben wir jetzt. Genau, dann habe ich hier noch einen Kicher. Den Aalbernd habe ich endlich bekommen gehabt. Da konnte ich auch endlich die Quest. Ich habe einen Knuffi-Wuffi gefangen, aber der ist halt leider Level 19 und bringt uns in unserem Team so gar nichts.
Der kam tatsächlich, ich habe ja so gehört, andere YouTuber, die den auch fangen wollten, haben da ewig hinterher gewuselt, aber ich habe ihn, glaube ich, beim ersten Versuch bekommen oder so. Ein wenig habe ich noch, ich glaube, das war's so mit den neuen Yokai. So an sich nichts Dolles dabei. Nö, alles gut. Deswegen widmen wir uns jetzt mal unserer Hauptquest. Ich behaupte, dass wir auch bestimmt bald den A-Rang von der Watch machen müssen, weil wir sind jetzt recht lange mit unserem B-Rang ja doch, nicht im Garten, doch durchgekommen. Deswegen vermute ich, dass wir den bestimmt bald mal upgraden müssen. Da ist eine Dings, wie komme ich da hin? Ich schau mal gerade, ob ich da irgendwie rankomme. Weil, hey, mein Gott. Warum nicht, ne? Hier komme ich nicht lang. Okay, wie komme ich in den Garten da? Zu der. Ach, hier komme ich durch. Ah, okay, cool. Achso, und dann hier hinten rum. Ah, gut. Gut. So, hier, mach mal auf. Dann, was ja super nervig war, als ich die ganze Zeit quasi hier so am Rumsuchen war für die Quests oder halt teilweise einfach für die Quests auch nur von A nach B fahren musste, kam so oft diese eklige, nervige Schreckenszeit. Das ist halt super nervig, weil das Spiel sagt, oh, guck mal, die macht ja gar nichts. Gibst du der doch mal hier so eine Schreckenszeit, damit die mal wieder hier in eine Pötte kommt und so. Und du stehst da, ich bin doch nur auf dem Weg zu so einer Scheiß-Quest. Tu nicht so, als würde ich nichts tun. Ich muss aufs Schulgelände vielleicht, wahrscheinlich, wenn ich zu meinem Lehrer soll, ne? Sollten wir hinkriegen. So, da wären wir auf dem Schulgelände und dann der Pfeil zeigt hier auf den Seiteneingang. Gut, dann nehmen wir den doch mal. Schule in Lenzhausen. Ach, hier, da. Hallo Wusche, was für eine Überraschung. Hast du nicht frei? Ständig arbeite ich an irgendwas, obwohl die Schule längst aus ist. Ich hätte da eine Frage. Haben Sie gestern etwas Merkwürdiges bemerkt? Nicht, dass ich wüsste, mir ist nichts aufgefallen. Also, bis auf Freddy, der mit derselben Frage ankam. Bist du auch an seltsamen und übernatürlichen Ereignissen interessiert? Falls ja, hast du von der allsehenden Kristallkugel gehört? Man sagt, sie zeigt einem Dinge, alles, was man nur sehen möchte. Im Tempel des wahren Pfades soll sie zu finden sein. Ich platze vor Fachwissen. Ich habe von der Kristallkugel schon gehört. Nur damit du es weißt. Mal sehen, ob sie uns irgendwas über den Yokai in der Schule zeigen kann. Nächste Station, Tempel des wahren Pfades. Klingt gut, auf geht's. Entschuldige, Wuschel, hast du was gesagt? Sprichst du mit mir? Nein, ich meine ja. Also ich meine, danke, Herr Kubinski. Gern geschehen, pass auf dich auf. Gut, gehe zum Tempel des wahren Pfades. Können wir jetzt eigentlich hier so in die Schule rein? Ja? Cool. Aber hier ist dann wahrscheinlich jetzt nichts Dolles, ne? Ah, da sitzen Leute im Klassenraum. Okay. Ach, guck mal, da unten das Portalex, das ist schon aktiviert, ne? Bäh, dann befördere ich dich mal durch meinen Spiegel. Haben wir zufällig im Tempel schon so ein, Portalex? Ich habe auch ein paar aktiviert. Ah, guck mal hier, Tempel des wahren Pfades. Da können wir uns da ja direkt mal hin teleportieren und diese Portalex, testen. So, dann wären wir jetzt hier und da ist die Kristallkugel. Ich frage mich, ob das die Kristallkugel ist, von der Herr Kubinski sprach. Ich weiß nicht, könnte auch eine ganz andere Kristallkugel sein. Aber ja, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist die richtige. Also, was machen wir jetzt? Richte deine Watch auf die Kristallkugel, Wuschel. Okay. Na dann, wird schon schief gehen. Was ist los? Wieso musstet ihr mich jetzt wecken? Moment mal, steckt dieser Yokai dahinter, der allsehende Kristallkugel? Wer hätte gedacht, dass im Tempel des wahren Pfades ein kleiner Drache lebt? Der Kristall eines Drachen kann die Wahrheit zeigen und die Zukunft lesen. Hallo, was wollt ihr? Wo wollt ihr denn jetzt was? Schön, dass du fragst, Draki. Wir wollen etwas in deiner Kristallkugel nachsehen. Ihr liegt es doch sicher im Herzen, uns zu helfen, oder? Vielleicht, doch diese Kugel liegt sich nicht von allein, nicht sich umsonst. Ihr dürft einen Blick in meine Kugel werfen, wenn ihr mir einen Gefallen tut. Oh, also ein Geschäft. Eine Hand wäscht die andere. Das gefällt mir. Ich will einen Jägelklan, hier ist Käfer. Ein Jägelklan, hier ist Käfer. Kein Jägen. Bitte ein gewöhnlicher Reist.
Worauf warten wir, Wuschel? Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir den Hirschkäfer finden, desto schneller blicken wir in die Kugel. Gibt Draki einen Sägezahn-Hirschkäfer. Okay. Wo finde ich den jetzt? Also, Quests, gucken wir doch mal. Achso, das steht hier gar nicht, ne? Geschichte. Karte? Okay, da wird mir das auch nur hier angezeigt. Vermutlich halt irgendwo in Bäumen, ne? Ich habe jetzt leider gerade keine Ahnung, wo ich so ein Ding am schnellsten finde. Ich würde fast mal behaupten, wir gehen mal da oben gucken. Vielleicht sind da ja an irgendwelchen Bäumen zufällig irgendwelche komischen Hirschkäfer. Nee, so, hier wollte ich lang. So, Fahrradberg runter, das geht schnell. Brumm, brumm. Genau, hier oben vielleicht irgendwie in so Bäumen und so. Nee, okay, das sind nur Yokai. Und hier ist... Okay, das ist ein Grashüpfer. Ich glaube, das war zu spät. Nee, okay, aber das ist zwar kein Sägezahn-Hirschkäfer, aber hey, wir bekommen Insekten. Eine Langkopf-Heuschrecke, okay. Da war noch was. Okay, das scheint selten zu sein. Ich glaube, das war schon wieder zu spät, oder? Okay. Gut, der ist weg. Dann haben wir da noch was. Ein Fluchthelferlein. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Okay. Das heißt, jetzt muss ich hier nach Insekten suchen. Gut. Da ist noch so ein Vieh. Doch. Eine Gottesanbeterin. Okay, da ist noch ein Marienkäfer. Und wenn ich einen roten da treffe, wird er selten. Vielleicht. Nee. Ich hab das noch nicht so ganz raus mit dem, wann ich da drücken muss. Bin ich ja ganz ehrlich. So, hier gibt es wieder mal nichts mehr. Aber ich vermute auch, dass ich diese Hirschkäfer eher in Bäumen finde. Ich schau mal gerade, gibt es hier Bäume oder sind hier nur diese... Ah, guck mal, hier kann ich in einen Baum gucken. Das ist hier nur so ein oller Schmetterling, ne? Die jetzt einfach mal gedrückt, okay. Hier gibt es nichts mehr, okay. Vielleicht noch in einem anderen... Liegt da was? Da liegt was. Ein Tanzsternchen, schön. Gibt es hier noch einen anderen Baum zufällig? Ja, guck mal, hier ist noch ein Baum. Ah, vielleicht ein Hirschkäfer? Nee, du bist wieder, ihr seid nur Zikaden, ihr seid keine Hirschkäfer. Vermutlich würde ich jetzt auch eher tippen, dass die da hinten, hinter der Schule irgendwo an den Bäumen sind. Deswegen würde ich fast mal sagen, dass unser nächstes Ziel wohl eher das ist. Hier gibt es noch Yokai, aber... Interessiert mich jetzt nicht. Dann gehen wir einfach mal da gucken. Ich fahre hier wieder schön über die Hauptstraße. Das ist sehr vorbildlich. So. Kann ja hier übers Schulgelände fahren, richtig? Da komme ich da jetzt nicht mehr raus. Doch, ich komme hier noch raus. So, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier und jetzt bin ich da. Und sind das hier auch durchsuchbare Bäume? Nice. Dann gucken wir doch hier mal. Du bist kein Hirschkäfer, behaupte ich. Aber gut. Wette, wenn ich so einen Hirschkäfer sehe, dann werde ich da 1000 von diesen komischen Sirup-Dingern verballern, einfach nur, damit der mir auf jeden Fall ins Netz geht. So, hier, genau, hier konnte ich noch suchen. Du bist aber auch wieder nur so ein Ding. Hab wahrscheinlich schon längst eins im Inventar oder so. Und, oh Gott, hier ist ein Yokai, ne? Wen haben wir denn hier? Da, doch, nee, muss nicht sein. So, das heißt, jetzt müssen wir hier im Busch gucken. Möglichst ohne dabei Yokai zu finden. Da ist definitiv ein Yokai drin.
Hier ist auch tief. Ich will nur in den Bäumen da gucken. Möglichst ohne dabei. Okay, hier kann ich gucken. Nein, du bist auch wieder nur so ein komisches, hässliches Ding. Ich will doch niemand. Hier kann ich gucken. Zikade und sonst nichts. Hier noch in irgendwelchen Bäumen vielleicht. Smetterling? Nee. Gott. Jetzt wird das bestimmt voll die ewige Suche. Du bist auch wieder nur eine rote Zikade. Okay, hier wird ein Yokai drin sein. Ich guck mal gerade, aber was anderes ist hier sonst auch nicht, ne? Nee, okay. Okay, hier müsste ich noch gucken können. Das sind aber auch wieder nur Zikaden. Ich renne jetzt einfach mal hier am Rand lang und hoffe, dass ich hier irgendwas durchsuchen darf, aber scheinbar nicht. Okay, hier wird auch wieder ein Yokai sein, denke ich. Aber hier wird auch... Was bist du? Nee. Die Pizza brauche ich nicht. Hier konnte ich gerade noch suchen, nur ist es das Gleiche. Das ist das Gleiche, okay. Na, geh weg, ich will kein Stiebitzer. So, dann hier. Ein C-Rang-Yokai, wer denn? Oh, guck mal, wieder ein Knuffi-Wuffi. Oh. Ich brauche keinen Knuffi-Wuffi. Warum suche ich den? Ich hätte gerne einen Säbelzahn-Hirschkäfer. Wenn es denn irgendwie geht. Habe ich hier schon geguckt? Nee, da sind wieder nur die komischen Dinger. Wo sind die denn? Muss ich gleich mal Onkel Google fragen. Gehe, glaube ich, einfach mal hier gucken. Hier ist auch wieder ein Yokai dran. Sind automatisch, wenn die Yokai an den Bäumen sind, da keine Käfer mehr? Scheint so, ne? So, hier. Zikade und Zikade. Okay, hier ist dann wieder ein Yokai, ne? Okay, aber ich glaube, wir können sagen, wenn da ein Yokai am Baum ist, ist dort automatisch kein Insekt mehr. Und hier sind irgendwie auch nur Zikaden. Ist hier wieder Yokai? Ja, hier ist ein Yokai und kein Insekt. Ich gehe mal einfach hier den Weg hoch. Gibt ja genug Bäume hier eigentlich. Okay, das hier sind jetzt so hauptsächlich diese Bambus-Dinger. Oh, wir können gerade, fällt mir so auf, hier ist irgendwo ein C-Rang-Yokai. Wo denn? Hier irgendwo. Aber ich kann es hier auch... Ah, hier im Gras kann ich gucken. Wen haben wir da? Ist das auch wieder ein Knuffi-Wuffi? Ja, es ist ein Knuffi-Wuffi. Wir können mal... Aber hier... Ach doch, hier, guck mal, die Bäume kann ich doch durchsuchen. Schön. Oder ist das nur das Gras? Ich glaube, das ist das Gras, oder? Nee, Zikade... Der Baum? Nein. Okay, die kann ich alle nicht durchsuchen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz ein bisschen auf dem Yokai-Mart gambeln, ne? Vielleicht kommt ja was Tolles bei raus. Ich will mal eine grüne Münze werfen, glaube ich. Ja. Können ja leider nur drei werfen, aber hey, mein Gott. Wir bekommen eine Riese. Oh, das hört sich gut an. Dann hätte ich noch gerne, die Orangene, glaube ich. Ich habe die Animation jetzt mal geskippt. Oh, große Kugel. Es gibt alles schöne Level für Dornian, das ist schön. So, einmal geht noch. Da nehmen wir dann die Lila, ne? Die ist ganz neu. Okay. Dann nehmen wir die doch mal. Animation skippen und wir bekommen ein Bauchspeck. Na gut. So, das bedeutet, der Yokai-Mart geht jetzt erstmal weg. Der Yokai-Mart ist verschwunden. Ja, 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 ja. So, okay, hier in den Bäumen waren irgendwie nur Yokai. Dann gehe ich mal da links hoch. Komme ich hier durch? Nein, okay. Das heißt, ich muss vorne um die Tempel rum. Gut.
Warum auch nicht? Okay. Hier schreit es wieder geradezu nach Yokai, also müsste das hier sein, ne? War der Yokai gerade hier? Ach, ist nur eine... Jamsel. Brauchen wir nicht. Ich suche Bäume. Bäume, die ich durchsuchen kann, nach Möglichkeit. Okay, hier kann ich suchen. Bist du ein Baum? Zikade, Zikade, Zikade. Da kann ich durchsuchen. Hallo? Oder ist das derselbe Baum? Weiß ich nicht. So, hier kann ich gucken. Aber auch kein Hirschkäfer. Wo sollen die denn sein? Schmetterling und Zikade, hier sind immer nur die gleichen Insekten irgendwie, ne? Das ist tatsächlich ein bisschen, schade. Ich meine, klar, macht Sinn, dass es in derselben Gegend dieselben Insekten gibt, aber ich habe halt jetzt so noch gar nichts irgendwie in die Richtung Hirschkäfer gesehen, was mir auch nur irgendwie, hier ist wieder ein Yokai, was mir auch nur irgendwie weiterhilft. Aber wüsste jetzt spontan halt auch keinen anderen Ort, wo ich... Oh, weil du bist wahrscheinlich kein Säbelzahnhirschkäfer, ne? Eieiei. Ich glaube, ich nutze da mal hier so ein paar Dinger. Oh Gott, den habe ich jetzt wahrscheinlich noch nebenher gesammelt, oder? Gott, oh Gott. Du bist ein Nashornkäfer. Okay, aber wir befinden uns immerhin so im richtigen Gebiet. Wo es scheinbar doch was anderes noch gibt als... hier kann ich noch gucken. Du siehst auch wieder irgendwie interessant aus. Ich muss mal kurz so eins, so vielleicht. Bin nervös. Es hat rot geleuchtet. Das heißt, ich kriege den nicht, ne? Hier gibt es nichts mehr. Ist es eigentlich, wenn ich jetzt wieder weggehe, ist er dann wieder da? Nee, ne? Schade. Vielleicht ja nach einiger Zeit oder so. Ah, hier kann ich noch gucken, scheinbar. Ah, oh. Da verwende ich auch mal wieder ein paar, glaube ich. Zufällig der Richtige? Bitte sei der Richtige. Sägezahnhirschkäfer. Brauchen wir den? Brauchen wir den? War das der? Sägezahnhirschkäfer. Oh, nice. Das heißt, wir haben unseren komischen Hirschkäfer hier für Draki. Und das heißt, wir können Draki seinen Käfer bringen. Das ist gut. Das ist gut. So. Tüdelü. Kann ich eigentlich Fahrrad fahren? Ich kann hier Fahrrad fahren. Das ist gut. Da-da-da. Wrumm. Ups. Jetzt steige ich aber wieder ab. Kann ich jetzt weiterfahren oder war hier noch eine Treppe irgendwo? Ach, das war das mit den 1000 Treppen hier, ne? Gut, dann gehen wir halt zu Fuß. So. Steht noch die Labernase rum, aber von der haben wir uns, glaube ich, alles angehört soweit. So. Und... aber aufs Fahrrad und dann würde ich sagen, gehen wir die Strecke, ich wollte gerade sagen, gehen wir zu Fuß, aber das stimmt ja so gesehen auch nicht. Die Strecke fahren wir dann halt mit dem Fahrrad, weil ich habe jetzt keinen Bock, das nächste Portalex zu suchen. Ich glaube, im Tempel wäre eins, ist der andere Tempel. Und dann fahren wir halt gerade einfach so. Das macht ja nichts. Tüdelü, schön über die Hauptstraße, wie sich das gehört. Und, dann mal hier auf direktem Wege zu unserem kleinen Drachen. Hülü. Hier brauche ich auch noch tatsächlich einen Veteran. Und den gibt es angeblich in diesen Gebieten hier. Oh Gottchen. Was bist du denn? Kommst du mal zurück? Hallo, ich wollte dich ansprechen. Ah,
Störte, du hast mich erwischt. Ich bin Störte. Ich werde gesucht, weil ich schaurige Gerüchte verbreite. Hast du vom verschwundenen Topf gehört, der jeden verflucht, der reinguckt? Das war ich. Was hast du gesagt? Dass mein Gesicht das Gruseligste hier ist? Nein, du hast wirklich nichts gesagt, genau wie jetzt gerade? Oh, na gut. Okay. Gut. Störte also. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Hey Draki, ich hab deinen komischen Käfer. Habt ihr meinen klingelklaren Hirschkäfer mitgebracht? Warte mal eine Sekunde. Überreicht, Sägezahn-Hirschkäfer. Juhu, ein echter klingelklaren Hirschkäfer. So einen habe ich mir immer gewünscht. Ich durfte ihn in ein Haustier haben. Na, ist das nicht rührend? Wir haben ihn glücklich gemacht, Wuschel. Danke, dass ihr euer Versprechen gehalten habt. Wollen wir Freunde sein? Meinst du das ernst? Das klingt toll. Ich werde euer Freund, aber ihr müsst mir weiterhin Sachen geben, okay? Haha, na klar, ich werde dran denken. Abgemacht, dann sind wir jetzt offiziell Kumpel. Wie cool, wir haben einen Draki. Ist ja süß. Oh, der ist total niedlich. Draki! Süß. Draki einen Namen gibt, nein. Draki wurde dem Yokai-Medaillon hinzugefügt. Du hast eine Yokai-Medaille für Draki erhalten und wir schalten irgendwas sogar frei. Da wurde wieder irgendwas aktiviert. Ist es nicht wunderbar, so viele gute Freunde zu haben? Mir wird jedes Mal warm ums Herz, wenn du Freunde findest, Wuschel. Also kommen wir zur Sache und werfen einen Blick in die Kristallkugel. Ich erinnere mich an diesen Ort. Dort haben wir Kyubi zum ersten Mal getroffen. Dort ist ein böser Yokai. Er ist wirklich gemein und absolut furchterregend. Dieser Yokai klingt nach Ärger. Ich glaube, wir sollten mal wieder in die Privatklinik, die Privatklinik Mondhof aufsuchen. Auf jeden Fall. Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.